könnte. Ich nahm das Wachstuch aus der Truhe. Ich hob die Decke hoch, aber darunter lag nichts mehr. So, unter dem anderen Hemd war nichts. Ich hatte keine Lust, die alten Stiefel mitzuschleppen. Ich hatte keine Lust. Okay. Hier ist nichts mehr drin. Es gibt auch keinen Anhaltspunkt. Ich legte alles zurück in die Truhe. Nico ist doch eine Reporterin. Die müsste doch mir eigentlich einen Tipp geben können. Nico? Ja, George? Hast du eine Ahnung, was Genen mit dieser Karte angefangen hat? Nach der Tabula Veritatis gesucht, schätze ich mal. Sie will es mir nicht sagen. Von der Wand hing ein alt... Eva! Scheiße doch nicht an! Ja? Haben Sie irgendeine Idee, wonach wir suchen sollten? Wieso ich? Sie beide sind doch diejenigen, die glauben, hier wären Geheimnisse verborgen. Telegramm zum Beispiel. In der Truhe lag ein Telegramm, aber es ist verschlüsselt. Glauben Sie, es könnte einen Hinweis enthalten? Ja. Ja, glaube ich. Genau wie das Bild. Das ist keine Einbildung, Eva. So. Alles klar. Ich muss das also so lösen. Aber wie löst du was, was vom Anfang her schwierig ist? Weil es gibt keinen Einhaltspunkt. Es ist auch irgendwie doof, sich eigentlich über ein und zwei Punkt. Weil hier fängt auch schon wieder was mit N an. Ich kenne sehr wenig Wörter, die sofort, also große Wörter, die sofort mit N anfangen. Wir machen es einfach mal. Wir testen jetzt einfach mal das hier durch. Wo haben wir denn jetzt das S? B kann es aber auch nicht sein. Siehst du, das funktioniert schon wieder nicht. DSR, das ist schon wieder... Das geht ja schon gar nicht. Das ist kein Wort. Da kannst du machen, was du willst und drehen und wenden und wie du willst. Mir fällt da nichts ein. Also ganz ehrlich, also ich bin am Überlegen, welche Varianten es noch geben könnte. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier mal der rausmachen würden, dann funktioniert das schon auch schon wieder nicht, weil es da wieder hapert. Funktioniert nicht. Geht einfach nicht. Ein N geht auch nicht, wenn wir jetzt, sagen wir mal, ein daraus machen würden. Dann kommt das daraus. Dann ist hier schon wieder so viele Vokabeln. Geht auch nicht. Wenn man jetzt aus dem Wort das ist macht. Ja. So. Dann würden wir ja das T trotzdem übernehmen. Das wäre aber nicht richtig. Dann hätten wir hier enorm viele Ts oben drin. Ich kenne kein Wort mit so vielen Ts. Nicht in meiner Welt. Zumindest. So. Das nächste, was möglich wäre, wäre was. Aber dann haben wir wieder das Problem, dass wir hier ein S drin haben. Also hier. Und da kenne ich wieder kein T. Na, dann wäre noch die Möglichkeit, wenn. Das können wir auch mal probieren. Machen wir einfach mal so. Dann hätten wir aber dann wieder auf dieser Stelle ein N. So.
Funktioniert also wieder nicht. Und auch wieder hier ganz viele Ents oben drin. Das hier muss ein Vokal sein. Und ich kann mir nur vorstellen, dass das Vokal oder der Vokal ein A, ein E, U, naja, also die Standardvokale halt sein. Aber mir fällt nichts ein. Das T ist das meistbenutzte Buchstabe, der meistbenutzte Buchstabe hier auf diesem Blatt. Meistbenutzte Buchstaben in der deutschen Sprache in den meisten Sätzen und Wörtern ist ein E. Also bezeichne ich, also das E würde ich dann als T bezeichnen. So. Dann würde ich das hier als ein D bezeichnen. Dann das hier, nee, nicht das, sondern das hier als ein I. In meinen Augen. Und das R, da, das S dann als R. So. Aus der logischen Schlussfolgerung her. Dann wäre das hier kann ja schon kein Ist mehr sein, kein Und mehr sein. Was bleibt denn da noch? Kein B, kein E. Was könnte hier drin sein? Vor geht auch nicht, weil man soll ja den Buchstabenwechsel durchführen. Also es ist kein Ein, kein Und. Aber das D ist ja schon belegt. Kann ich schon anhand anderer Wörter weiterkommen? Das V. E haben wir belegt. Vielleicht mal. Vielleicht machen wir es dann mal aus. Was ist das U? Passt nicht. Obwohl das ein Wort ist, bringt alles andere keinen Sinn dadurch. Also ist das negativ. Es ist verdammt schwierig, jetzt eine Lösung zu finden, irgendwie. Also ich finde sowas ein Rätsel, ohne so einen richtigen Anhand irgendwie eine Aussage hast, mit zwei Sachen oder so, zu herauszufinden, wie sich die Wörter bilden. Klar, es ist jetzt einfacher über
über kleine Wörter zu gehen. Und daraus dann sozusagen die oberen Wörter, die größeren Wörter zu bilden. Aber das ist, funktioniert nicht, weil mir fällt nichts ein, was man hier machen könnte. Wenn ich jetzt hier einen T reinmachen würde, wäre das auch wieder falsch. Üther. Was auch immer Üther ist. Also ist für mich kein deutsches Wort. Also ist aus und das falsch. Der funktioniert nicht, weil das E habe ich hier schon verbaut. Könnte aber funktionieren. Aber dann würde das hier wieder nicht funktionieren. Und das sind zu wenig. Also ich habe damals in der Schule gelernt, dass meistverwendete Buchstaben in einem Wort ist halt das E. In jedem Wort oder jedem zweiten Wort kommt ein E vor. Das ist hier gegeben. Bis auf die unteren hier. Ich habe keinen Ansatz. Ich habe keinen Ansatz, wo ich da ansetzen soll. Wenn ihr also im Chat eine Lösung habt, oder irgendwie eine Idee habt, was ich hier gerade vielleicht übersehe oder für einen Stuss erzähle, dann schreibt das ruhig mal in den Chat rein. Ich erlaube euch das jetzt mal sozusagen ein bisschen mitzurätseln hier an der Stelle. Also jeder Vorschlag ist willkommen gerade. Weil ich würde sonst jetzt hier anfangen, auf Tipps zurückzugreifen. I gleich B. I gleich B. I gleich B. Über. Das können wir mal ausprobieren. Dann könnte das hier ein T sein. Nee, dann würde das. Nee, dann wird das ja nicht. Doch, oder? Bestand. Nee, würde nicht funktionieren. K gleich L. Du hältst dich da oben an das oberste Wort fest, okay. Überleben. Dann müsste das ein N sein. Überlebenden. Dann ist das hier ein C. Wir haben die Tabula, das ist dann hier ein T. Wo haben wir das T? Wo bin ich jetzt? Da. Dann ist das ein V. Katara, das ist dann ein C. Der kann ja gar nicht sein, oder? Dann ist das ein K. Talon, dann ist das hier ein O. P gleich K, genau. Überlebende Katara haben die Tabula Veritatis aus nach Katalonien dann ist das ein F wahrscheinlich hier. L gleich G. L gleich G. Dann ist das ein M. Geschmuggelt.
Montezuga. Ach so, Montezuga, okay. Überlebende Katar haben die Tabula Veritatis aus Montezuga nach Katalonien geschmuggelt. STOG. Das kann ja, das Wort kann ja überhaupt nicht stimmen dann. Das ist ja komplett dann falsch an der Stelle. Ich würde sagen, geschmuggelt. Dort. Dann ist das hier ein Hut. Das würde aber auch nicht funktionieren hier wieder mehr. Dann würde das verschwinden wieder. Und haben die Tabelle. Das Geständnis. Nichts ändern, ja, das ist schon klar. Nichts ändern. Nichts ändern, ne? Geschmuggelt. Stopp. Ah, ist ein Telegramm. Es ist ein Telegramm. Stopp. Geschmuggelt. Stopp. Das besagte Geständnis, die der Demo. Die der. Dominikanische Inqui. Qui. Was war das Q davon? O gleich W. W, W. Okay. Aber was ist nochmal das Q, der kleine? War das kleine Q jetzt das hier? Sitorn. Das Geschenk, die der demokratischen Inquisitoren Tore aus Girona beschafft hat. Stopp, Wolfram, stopp. Was haben wir dann mit R? C gleich Q. Ja, das haben wir. Aber was ist jetzt das R? T? Haben wir ein T schon drin irgendwo? Ja, haben wir. Ein U? Haben wir ein U drin? Ja. Ehrmerich? Ein zweites N kann es nicht sein. B haben wir drin. Elmerich? Nein. Ach ja, und erstmal hallo, ganz schön sneaky. Schön, dass du da bist und schön, dass du miträtselst. Hallo. Efmerich? Nein. Irgendwelchen Buchstaben, den ich noch nicht verwendet habe. Ein einziger Buchstabe. Der ist im ganzen Satzbau. Also im ganzen Text gibt es kein anderes R. Nur dort, an der Stelle. R gleich Y, R gleich M. Ne, M kann es ja nicht sein. YOLO. R gleich Y. Gleich Y. Ich hatte das Telegramm entschlüsselt. Okay. Überlebende Katharer haben die Tabula Veritatis aus Montségur nach Katalonien geschmuggelt. Das bestätigen Geständnisse, die der dominikanische Inquisitor Emerich aus Girona beschafft hat. Es war unterschrieben mit dem Namen Wolfram. Ja, dann danke ich mal fürs Miträtseln. Dann kommen wir Die wieder auf die Karte. Landkarte musste der Schlüssel sein. So. Schütze die Verschlüsselungsverkehren, um der ja haben können. So, wir hatten dann Montserrat. Der hat auch eine Stadt gerade genannt. Bin ich jetzt ganz doof? Nochmal reingucken, schnell. Überlebende Katzen.
Das bestätigen Geständnisse, die der dominikanische Inquisitor Emerich aus Girona beschafft hat. Girona. Es war unterschrieben. Okay. Girona und? Überlebende Katharer haben die Tabula Veritatis aus Montségur nach Katar... Montségur. Montségur und... Dings. So, mach doch mal wieder zu. Brauchen wir gerade nicht mehr. Höchste Zeit. Vier Hinweise, vier Orte. Montségur. Also Girona ist da. Bam. Der Dominikanermönch Emerich kam aus Girona. Der Priester mit dem Hundekopf auf dem Gemälde. Ich hatte drei der Orte gefunden. Jetzt fehlte mir nur noch der letzte. So. Montségur. Montserrat. Montségur, Montserrat. Könnte das sein? Weil sonst sehe ich hier keinen Montségur. Schätze mal. Die Ortschaft Manresa. Es war nur geraten. Vielleicht hätte mir das Gemälde oder das Fresko helfen können. Das Dorf San Ramon. San Ramon? Ramon hat mir erzählt, er sei nach einem San Ramon getauft worden. In dem Gemälde gibt es auch einen Heiligen. Lass mich raten. Er hat ein dickes Schloss durch seine Lippen? Ich konnte langsam ein Muster erkennen. Die Orte bildeten eine merkwürdige, kreuzartige Form, so ähnlich wie die Kugeln auf dem Bild. Das war der Kreuzungspunkt. Hier musste die Tabula sein. Montserrat, es muss Montserrat sein. Das habe ich schon die ganze Zeit behauptet. Die Frage ist nur, was bitte ist Montserrat? Das ist ein Kloster in den Bergen. Eine berühmte Touristenattraktion. Aber es ist noch was anderes. Ich glaube, es war auch eine Zuflucht der Gnostiker. Vor vielen hundert Jahren. Bravo, meine Freunde. Medowski? Nein, Längen. Nein, der Name ist Genen, oder? Sehr gut, Fräulein Collar. Was ist mit dem echten Längen passiert? Er ist ein Ründchen schwimmen gegangen. In der Seine. Ich hatte schon gedacht, ich müsste diesen Laden auseinandernehmen, um die Arbeit meines Großvaters nachzuvollziehen. Aber ich glaube, da haben sie mir eine Menge Zeit erspart. Die Tabula ist also in Montserrat. Wer hätte das gedacht? Der alte Mann kommt mit mir. Nein, bitte. Nehmen Sie mich stattdessen. Er weiß gar nichts. Aber Sie schon, was? Das glaube ich kaum. Aber er ist alt. Eva, reg dich nicht auf, Kind. Das können Sie doch nicht... Aber natürlich kann ich. Und ich werde es tun. Der Mensch ist schwach, unterwürfig, kontrolliert. Er muss befreit werden. Frei von allen Einschränkungen. Frei, seine Begierden zu erfüllen. Und dazu wollen Sie den Teufel auf die Welt loslassen? Nicht den Teufel. Luzifer. Und jetzt, wenn Sie nichts dagegen haben... Wir haben eine lange Reise vor uns. Alles klar. Wow. Gehen wir. Die können da drin verfaulen. Wir müssen hier sofort raus. Ich vermute, dieser Irre ist genauso gefährlich, wie er aussieht? Ich fürchte schon, Eva. Ich glaube, er hat schon öfter gemordet. Wir dachten, wir hätten Medowski gejagt, Nico. Aber in Wirklichkeit hatten wir es die ganze Zeit mit Genens Enkel zu tun. So, ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, dass ich vermute, dass hier eine Tür drin ist, seit ich in diesem Raum bin. Und jetzt haben wir hier ein Loch. Da scheint Licht durch. Schau mal, Tageslicht. Das ergibt doch keinen Sinn. Das ist eine Geheimtür, Nico. Warum also hat Marques Vater versucht, durch dieses Zimmer zu flüchten? Er hatte nur keine Zeit mehr, die Geheimtür zu öffnen. So, dann öffne mal. Aha. Gut gemacht, George. Kommen Sie, Eva. Hauen wir ab. Wir müssen Ihren Vater retten und Längem aufhalten, bevor er die Tabula findet. Eva, ich glaube, Sie bleiben besser hier. Sind Sie verrückt? Sie brauchen mich.
Besonders wenn es zu einem Kampf kommt. Eva, das wird sehr gefährlich. Sie verstehen das nicht, Signora. Es ist meine Pflicht. Okay, aber wir sollten erst noch nach Ramon sehen. Ja, aber dann gehen wir ein paar Leuten in den Arsch treten. Ich hätte es nicht schöner ausdrücken können. Mehrere Stunden später. Montserrat lag hoch oben in den Bergen. Eine wichtige Touristenattraktion. Aber wir waren nicht als Touristen da. Wir mussten einen alten Mann retten und eine noch ältere Tafel finden. Und ein kaltblütiger Killer wollte uns daran hindern. Wieso sollte die Tabula ausgerechnet hier versteckt sein? Jahrhundertelang war der Berg ein Zufluchtsort. Oben auf dem Hügel gibt es ein Benediktinerkloster. Nun, da sollten wir dann wohl mit der Suche beginnen. Hui, alles leer. Wo sind die denn alle? Normalerweise wimmelt es hier von Touristen. Das gefällt mir alles absolut nicht. Zumindest gibt es hier keine bewaffneten Mönche. Denk nicht mal dran, Nico. Aber Zeit für den leicht verblödeten Ami-Touristen. Für diese Rolle wurdest du geboren, George. Jawohl. Na, ich glaube eher, dass wir hier